No way. Hä? Lol. Das kann ja nicht sein. Das ist ja krass. Freunde, das Rennen geht weiter. Folge 4 von The Race. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Perfecto, muchas gracias. Mein Plan ist jetzt ehrlich gesagt, mir ein Bier zu holen. Capri-Sonne kostet 60 Cent. If you want to buy this. 60 Cent für eine Capri-Sonne ist aber nicht so teuer, ne? Muss ich sagen. Ich hab geil, was kostet denn eine Capri-Sonne einzeln? Ich weiß nicht. Kein Plan, was kostet eine Capri-Sonne in Deutschland, Chat? Weiß das einer? Ich kaufe immer diese 10er-Packen. Ja. Weiter? Ja, nicht support. Für 3,50 Euro gönne ich mir jetzt ein Bier. Jetzt habe ich das alles zwischen diesen Bäumen aufgebaut. Brian ist so und dann bricht der fucking Ast ab und da war überall Scheiße unten. Jetzt haben wir hier eine Baustelle gefunden. To you guys, thank you so much. Oh wait, what? Und Digga, er macht einfach Urlaub. Also die anderen pennen irgendwo, klettern in Baustellen, Brian liegt besoffen in Scheiße irgendwie. Die pennen halt irgendwie auf irgendwelchen Busbahnhöfen und so und hast du nicht gesehen. Und der Bro ist hier einfach mit seinem Swedish Daddy unterwegs. Immer mit noch, dem anderen. Oh mein Gott. Aber Digga, nicht nur, dass die jetzt hier erstmal fürstlich gespeist haben, hier Keule hat gekocht, vor allem aber haben die dem auch ein eigenes Zimmer noch finanziert. Also einfach bezahlt. Wie viel Glück du haben musst, Alter. Ja? Das gibt's doch gar nicht. Und hier, Olle, ich weiß gar nicht, Dave war's nicht, der andere Bro, auch der andere Hübsche, der ist erstmal von so einer deutschen Mami eingeladen worden auf die Fähre. Geil. Ja, klar, kaufe ich dir das. Meinst du, der kriegt die Schweden so weit, dass sie ihm auch, wenn The Race vorbei ist, einfach weiter den Lebensunterhalt finanzieren? Ja, er hat so ein richtiges Zahlschwein gefunden, Alter. Mega. Deswegen ist der andere auch so angepisst. Der hat Angst, dass er ersetzt wird die ja, ganze Zeit. Ja, ist so. Ich dachte, ich schlafe irgendwie auf dem Dach oder so. Einmal schwarz fahren. Ja, und bei ihm, um dich ganz kurz abzuholen, weil du die letzte Folge nicht gesehen hast, er überlegt wirklich schwarz zu fahren mit dem Bus. Das Problem ist, er hat nicht wirklich eine andere Wahl, weil er hat frech schon auf frechtagsmäßig so seinen Koffer da reingesneakt und der Bus ist zu. Also er kriegt seinen Koffer nicht mehr raus. Ach, scheiße. Seine Tasche, meine ich. Boah, das kann aber auch nach hinten losgehen. Du weißt ja nicht, was für Strafen es gibt für Schwarzfahren teilweise in anderen Ländern, ne? Ui. Toleriert und dann gibt es 12 Stunden Strafe. Ah, der Uni. Es ist soweit. Das wird doch kontrolliert, das Ticket, oder nicht? Digga. Mein Rucksack ist da drin und der kontrolliert da vorne die Tickets. Ja. Aber dann hilft doch nur noch brutale Ehrlichkeit hingehen und sagen, hey, ich habe aus Versehen meinen Rucksack da reingeschmissen, falscher Bus, sorry, kannst du mir den rausgeben? Aber wir sind der einzige Bus hier. Ja, sag ich ja, falscher Bus. Nicht mehr hinten auf, ich hab's schon versucht. Ach, das wäre auch zu einfach. Crazy, crazy, crazy. Ich bin sehr gespannt auf, was uns in dieser Folge so erwartet. Ist ja doch schon mittlerweile ein ganz schöner Unterschied zwischen den Teilnehmern, wie weit es auch so sind, ne? Das ist echt sehr beschissen gerade. Wie soll ich das denn machen? Dave, du packst das! Keinen Bock mehr. Fuck. Fuck, Mann! Ich lieb den Track, ne? Ist echt geil. Oh krass, okay, er ist schon in Malaga. Also woanders angekommen. Ja, die sind grundsätzlich unterschiedlich. Aber Malaga ist natürlich geil, weil näher an Europa, ne? Ja, aber der andere hat eine andere Idee. Näher an Europa. Näher an Deutschland, I'm sorry. Aber der andere Bro mit der roten Mütze und der Brille hat halt eine andere Idee. Der will grundsätzlich eine andere Strecke nehmen, tatsächlich. Ich würde auch unten die Strecke am Meer nehmen, bin ich ehrlich. Guck mal, ja, die hier so langläuft, du, das wäre es halt. Einige, ne? Entscheiden sich wirklich, also hier unser spanisch sprechender Freund sowieso, auch einer meiner Favoriten in der Mitte mit der weißen Mütze. Ich habe leider ich und Namen, Leute, ihr werdet ihn nicht mehr erleben. Aber er zum Beispiel hat einfach wirklich Bock auf eine geile Reise und überlegt sich deshalb die Route, während Dave zum Beispiel halt Full Front, wie komme ich am schnellsten irgendwo hin, macht. Ich würde es genauso machen. Ich würde euch über eine schöne Reise nehmen, statt Erster zu sein. Ich würde die Erfahrung mitnehmen. Auf jeden. Fuck it, Erster zu werden, Alter. Lass mich das Land geil sehen. Ich würde schon Erster werden wollen mit einer schönen Reise. Noch besser. You know? Ja, I know. Und Brian liegt in Scheiße, das stimmt. Guckt euch das an. Ich bin gefickt. So, und jetzt rein. Ah, warte. Ach du Scheiße. Er kriegt, wenn dann, eine 12-stündige Reisesperre. Also, ihr seht wohl, the number. Number you bris? Ja, ich. Hier. Okay. Ach du Scheiße. Ich flieg hier raus. Das ist viel zu kurz.
Scheiße. Boah, ich krieg übel. Freunde, übrigens, wundert euch nicht, ihr habt noch wenige Minuten. Flo checkt gerade auf eBay. Nee, das gar nicht. Ich muss hier einmal ganz kurz schreiben. Achso, ich dachte. Nee, gut, eBay ist gerade nicht. Ich dachte, du checkst auf eBay, wenn nur noch 2 Minuten deine Bilder laufen. Oh lol. Ja. Mal in meinem Leben gemacht habe. Ich habe Real Talk noch nie so. Dann check ich auch mal eBay. Nicht mit meinem falschen Sprung oder so. Oh, der Cliffhanger, bitte. Bitte. 6.17 Uhr. Wir rasten. Es ist ein Traum. Ich habe die ganze Reihe hinten. Es ist seit Stunden niemand mehr dazugestiegen. Keiner macht irgendwelche Anstalten, dass ich irgendwann aus diesem Bus raus müsste. Ich zähle jetzt gleich nochmal durch, wie viele Plätze frei sind, wie viele Leute rausgehen, wie viele Leute reinkommen. No way. Digga, er hat kein Ticket, aber hat einfach Premiumplatz hinten, kann sich lang machen. Mhm. Auf 5 Plätzen? Ja, Jackpot. Man muss auch mal Glück Lucky. Haben, Alter. Ja, ist halt so. Wirklich so. Ist so. Fahr ich, solange es passt. Algericas. Algequilas. Lol. Was passiert, Flo? Bruder. Nice. Das ist, hey, das ist, I told you. Sehr geil. I can't, Alter. Ich bin kurz vor Aneurysma, was platzt. Was liegt da? Ach, das ist eine Kamera auf dem Boden. Ich habe an was anderes gedacht. Bin ich ehrlich. Guten Morgen von der Baustelle. Wirklich eine der räudigsten Nächte, die ich seit langem verbracht habe. Er hat einfach an der Baustelle irgendwo gepennt. Mhm. Aber Hauptsache trocken. Oh. Es ist jetzt 7 Uhr. Die Jungs haben gesagt, ab 8 fährt ein Bus. Ich bewege mich gleich mal langsam zur Busstation. Hab ein paar Euros. Versuch die vielleicht zu investieren irgendwie in Zahnbürste. Was ist passiert? Art. Da ist er. Guten Morgen. Es ist irgendwie so 17:45. Vorne, wir schauen nach dem Video rein. Ich bin einfach in so einem Eingangsbereich von so einem Haus hier, von so einem Büro. Ach, eigentlich alles super. So, ich glaube, jetzt sieht man das ein bisschen besser hier. Auto, Fahrrad. Ja, Autofahrrad. Ausfall. Auto. Was? Autodakt. Was? Autodidakt. Automatisch gerädert. Ein Schlaganfall? Ey, bei Brian ist wirklich, Auto, Alter, da ist echt eine Fahrrad, Menge los. Autofahrrad. Ah, hinten sieht man die Sonne schon wieder aufgehen. Ich glaube, das ist eine gute Zeit, um irgendwie den Berufsverkehr mitzunehmen. Und bevor jetzt hier irgendwer rumkommt und die Polizei ruft, sonstiges, werde ich wieder aufbrechen. Ja, es ist jetzt auch die erste Nacht gewesen. Es ist auf jeden Fall ein Learning. Ich brauche eine kurze Sekunde, Freunde. Flo hat gerade eBay gecheckt. Also für alle, die jetzt Kontext brauchen, weil ihr im Livestream nicht dabei seid, erstens, ihr solltet bei den Livestreams immer dabei sein, dann habt ihr immer the whole picture. Flo hat 20 seiner Kunstwerke, die er so über die Zeit... 19, einzig verkacktes 19, läuft noch. Ja, eins läuft noch. Seiner Kunstwerke auf eBay reingestellt. Die Auktion ging jetzt gerade während des Livestreams vorbei. Du hast gerade reingeschaut und bist ein bisschen überwältigt. Ne? Ein bisschen überfordert. Nicht vorher am Platz im Hellen auszugucken. Muss und ja jeden einzelnen anschreien noch, Alter. Hat, ganze Geld, was man hat, zu vertrinken. Jetzt werde ich mir so einen Power-Riegel reindönern. Power-Riegel reindönern? Wenn ich jetzt noch Mathe könnte. Ja, jetzt ab, Alter. Danke. Guck mal, wie mein letztes Kipp aussieht. Das ist ein richtig brauner Kollege. Nass gewordene Kippe, Alter. Digga, wenn du die rauchst, dann hast du alle Krankheiten auf dieser Welt. Nein, das ist eine nass gewordene Kippe. Ich hoffe. Ich hoffe nicht, dass er die gerade irgendwo gefunden hat, bitte, Alter. Bitte nicht. Ich hoffe. Da würde ich mir lieber einen Power-Döner reinriegeln, ja. Geiler. Jo, dann nochmal Shoutouts an den Verein hier. Bro. Scheiß euch in die Bierkasse. Okay. Okay. Was? Okay. Was geht? Nein, wunderschön. Naja, stimmt, der hat auf dem Klo gepennt. Hä, wie gruselig. Was? Wie gruselig, wie kann er denn schlafen, wenn da einer neben ihm steht? Auch die ganze Zeit so. Schlimmer, wenn du warst auf und das erste Mal zu hörst ist. Viel schlimmer ist, wenn es ein Typ in einer schwarzen Kutte und im Löffel ist. Oh. Oder mit einer Menge Butter. And again. Es ist jetzt 6.15 Uhr. Echt früh, aber ich kann irgendwie nicht pennen. Ich konnte die ganze Nacht irgendwie nicht gescheit pennen. Mein Kopf war noch so aktiv. Das stört mich krass. Irgendwie über alles nachgedacht und so. Und ich muss sagen, es war insgesamt schon nicht schlecht hier zu pennen, aber es war halt die ganze Nacht. Wie lustig wäre das, wenn er jetzt aus der Toilette rausgeht und da steht einer vor und sagt, boah, endlich! Ich habe die ganze Nacht gewartet! Er liegt schon so in seinen eigenen Exkrementen so. Oh mein Gott! Du hast die ganze Zeit gesetzt.
Ich hab scharf gegessen. Wurde auch immer mal wieder geweckt von irgendwelchen Leuten, die hier nachts um 4 Musik abgespielt haben oder so. 4 Uhr morgens. Aber ja, ich werde mal schauen, wenn es morgen besseres Wetter ist, bin ich glaube draußen einfach in der Hängematte. Okay, also schaut mal hier, meine Schuhe. Das ist die Knast-Experience, die er jetzt hatte, ne? Das ist ja, im Grunde ist das ja einfach eine Knastzelle. Ohne Bett. Ja. Also ein sehr harter Knast, um ehrlich zu sein. So ein, weißt du, so einer in Mexiko irgendwo. Ja. Das sind wirklich komplett nass. Ich habe hier über Nacht ein bisschen Klopapier reingemacht, aber. Damit sich die Feuchtigkeit hält. Nass. Aber jetzt muss ich damit leben, jetzt ist es halt so. Hola. Stimmt. Buenas. Tienes una bolsa de plástico? Una bagos de plásticos. Heißt das. Por favor. Quizás. Muchas gracias. No, no, todo bien. Muchas gracias. Schauen wir mal, ob das irgendwas bringt. Lul. Aber er hat nur einen. Nicht so doof. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Das Problem ist nur, es ist halt null atmungsaktiv. Du schwitzt ja trotzdem drin und kriegst nasse Füße. Da weiß ich, ob das geiler ist. Also dann lieber, oh, da weiß ich nicht, schwer. Kommt auch an, wie viele Paar Socken du bei hast. True. So, sieht man nicht mal. Meine Füße sind trocken. Perfekt. Noch. Viel Alright. Spaß mit den Blasen an den Füßen dann. Starten Leider. Wir richtig. In den zweiten Tag von The Race. Flo, kleine Quizfrage. Yeah. Aus welchem Material war die Tüte? Du meinst doch nicht etwa Polypropylene. Korrekt. Polypropylene. Und jetzt geht's raus. Ja. Ich sehe schon oder ich höre schon. Aus Monoblock. Ja, der Monoblock. Der hat übrigens 4 Füße. Ja. Manchmal hat er Armlehnen. Aber was hat er immer? Seele. Nee, eine Polypropylene. Oh, stark. Stark. Wo du gerade Füße gesagt hast, ja. Wusstest du, dass Viggo Mortensen in Herr der Ringe, als er gegen den Helm getreten hat, sich legit den Fuß gebrochen hat? Nein. Ja, ja, doch, doch. Er hat den weggetreten, also der Schrei in dem ist echt in dem Film. Weil das so wehgetan hat? Weil das so wehgetan hat, er weiter geschauspielert. Der hat weitergemacht? Mhm. Wie Tom Hanks in Mission Impossible? Korrekt, auf der Dachszene, ja. Völlig richtig, ja. Krass, ne? Also Schauspieler, die Ansatz zeigen, muss ich wirklich sagen. Lauf, Tom, lauf! Ja, das ist wirklich krass, wirklich krass. Insane. Das ist wirklich heftig. Das Method Acting. Krass. Ja. Für Samwise. Schon wieder, es regnet. Was auch sonst? Tom Hanks, Freunde, Tom Hanks. Habt ihr noch gesehen? Mission Impossible mit Tom Hanks. Ja, klar. Ja. Digga, ich hätte das so gefeiert, wenn der das gemacht hat. Tom Hanks in Mission Impossible, Digga, das wäre mein Leben. Für sowas ist VR geschaffen, ist KI geschaffen worden. Ich steppe jetzt zu den Boys, mache jetzt hier mein Stuff ready. Frühstücke dann bei den Jungs und dann geht's ab nach Sevilla. Und dann von Sevilla weiter heute nach Valencia. Kein blassen Schimmer, wo die Jungs sind. Ich liebe dieses Opa-Telefon so sehr. Es gibt ja so Senioren-Handys, ne? Ja. Stopp. Ja, mach ich auch immer morgens als erstes. Überlegen, ob ich mich heute traue. Das ist so kontextlos? Kontextlos einfach so reingeschnitten? Weiß ich auch nicht, so. Du kannst so nicht gehen. Ah, doch nicht. Ja. So. Der Tag geht los. Leute, Humor ist ein Coping-Mechanismus. Ist so, Übersprungshandlung und nee, so. Coping-Mechanismus. Übersprungshandlung hat damit nichts zu tun. Nee, das Recht wäre auch, wenn er eine Sprunghandlung gewesen. Yeah. Morning. Hey, man. Ich will jetzt hier das Ding, oder? Ich probiere jetzt daraus, einfach so 2 Schilder zu machen, wo ich mal draufschreiben kann, wo ich hin will später. Ja, wo willst du hin im Leben? Zu deinem schwedischen Zahlschwein zurück auf jeden Fall. Weil die hatten ja eigentlich den Deal, dass er dann ohne die weiterzieht, ne? Weil laut Regeln darf er ja auch nur mit eine Ländergrenze mit denen überqueren, ja. Das hat er ja schon. Das heißt, er kann jetzt bis zur Grenze mit denen noch mitfahren, ne? Mhm. Okay. Scheiße. Ah, Sevilla ist so schön. Geil. Sevilla ist so schön. Tu's nicht! Danke, lieber Schlafplatz.
Hast du mich trocken gehalten? Da oben war das? Jetzt nein, unten im Keller. Unten im Keller. Was soll ich da Tarifa, geil ist das denn? Viele, viele Europäer sein sollen. Ich mache wieder ein bisschen Weg zurück in den Süden, um dann aber potenziell richtig schön weit Strecken in den Norden zu machen. Hast du das eigentlich auch bei jedem Schnittbild, dass du hier, wie heißt das? Mit Google Maps, wo du rausfinden musst, wo du bist? Ach so, so. Geogesser. Geogesser-Vibes. Ich habe so jedes Bild, was ich sehe, bin ich sofort so Geogesser-Modus. Ja, denkst, ich, oh, Spanien. Ja. Ach, krass. Mhm. Im Süden. Ich würde sagen, Algerikas? Vielleicht? Ja, so. Ja. Da müsste ich mal einen Baum sehen. Number 5. Algeciras heißt das, ne? El Bondegas sind kleine Bulettchen. Powert sich den Dönerriegel rein. Der Döner hat sich den Powerriegel rein. Falsche Richtung, Bruder. Ich wollte sagen, du fährst in die falsche Richtung. We made it. Jetzt schauen wir mal, wo die ganzen Touristen sind. Achso, nee, weil da die Touristen deutsches sind. Fahrzeug, deutsches Fahrzeug, deutsches Fahrzeug, französisches Fahrzeug. Die ganze Straße ist voll mit Campern. Aber kein Mensch. Wo sind die denn? Die ganze Straße voll mit Campern. Aber kein Mensch. Vor allen Dingen, aber die bleiben, also Camper bleiben ja eine Weile. Da musst du ja so ein Glück haben. Bruder. Wat. Soleil schreibt gerade, Copy and Taste Idee. Der Dönerriegel. Nicht zu verwechseln mit einem Riegeldöner. Aber jetzt mal no shit. Du nimmst einen Döner. Ja. Du mixt den klein. Ja. Ich hab's gerade neu erfunden, warte. Ja. Ich, du ja. machst eine feste Masse daraus. Ich find's jetzt widerlich. Und überziehst das mit Schokolade. Digga, die Schokopralinen, die wir gemacht haben, waren schon scheiße. Aber pass auf. Aber pass auf. Pass für die, auf. Für die Wissenschaft. Nee, der Riegeldöner. Hm? Ach so, dass du den so mit wie einen Riegel essen kannst. Mit viel Druck. Mhm. Also Döner wirklich? Hey, du kannst ja Döner schneiden. Warte. Nein. In Schichten. Ja, ja. Die Zutaten ja, aus ja. dem Döner. Ja. Schichten. Ja. Dann eine Art Wrap rum. Mhm. Und unter enormem Druck irgendwie, gibt ja so Pressen. Mhm. Das erstmal pressen und dann erhitzen. Opti-Grill. Pressen und hitzen gleichzeitig. Ja, aber dann sind, ach, ich hab Angst um die Seiten. Wir bräuchten eine Form. Wir bräuchten eine Form, eine viereckige. Digga, das weiten wir einen Ticken aus. Wir schweißen uns so eine Form zusammen selber noch. Bei mir. Hm. Schweißgerät habe ich da? Ja, let's go. Dann nehmen wir so ein Millimeter Blech einfach. Das ist voll gut. Biegen das, dass wir nur an einem Ende schweißen müssen. Mhm. Haben dann eine Form, die halt wirklich so ist, einfach wie so ein Mr. Tom oder wie die heißen. Ja. Ja, geil. Versuchen, das da einzuschichten. Mega, finde ich voll gut. Lass uns das machen. Finde ich voll geil. Ein Dönerriegel. Ja, bin ich Fan. Chat, Dönerriegel? Dönerriegel. Erinnert uns dran, wenn wir es vergessen. Ich finde es gut. Finde es sehr gut. Wilma fühlt es nicht. Doch. Wart ab, bis wir es gemacht haben. Aber Wilma heißt auch Wilma Streit. Dann sage ich an dieser Stelle, fick dich, Wilma, wir machen es trotzdem. Wir machen es trotzdem, damit ihr es nicht machen müsst. Camper? Und damit gehe ich nur auf deinen Wunsch ein, ja? Komm mir jetzt nicht so. Kein Mensch. Ich rieche auf jeden Fall ein bisschen dezent nach Scheiße. Das habe ich beim Tarp und bei der Hängematte extrem gemerkt. Das war halt echt so ein Kackbusch. Es ist ein Mix aus Schweiß, Kot und Bock. Oh, wenn mir jemand so eine Schwitzwurst ausgeben würde. Keine Tankstelle oder sowas. Dann kann ich auf jeden Fall mit den Leuten schnacken. Ich nehme den Kleinen hier mit und mal zwei Beefy für die Fahrt. Valencia, willkommen. Das würde ich jetzt gerne hören. Valencia. Der die Vögel klingen wild. Ja, richtig aggro vor allem. Ja. Ja, hauptsächlich, weil es, wenn ich mich richtig erinnere, am Wasser ist, eine große Stadt. So, jetzt werde ich mir auf jeden Fall erstmal so einen Kollegen hier genehmigen. Alle powern sich den Dönerriegel rein. Oh. So ein Riegel hat so viel Energie, als wirst du sonntags bei Oma zum Essen eingeladen. Where's the highway? Can you tell me where's the highway? So, ich finde ihn irgendwie lustig. Ich habe an der Bushaltestelle mal eine Karte gefunden. Und das Beste ist, Leute, man muss ja auch mal Glück im Leben haben. Aber so richtig Glück. No way! Er hat einen Regenschirm gefunden. Mhm. Das ist stark. Und er geht. Raindrops are falling on my head. Das ist natürlich geil jetzt. Ich würde hier echt gerne wegkommen, damit ich im besseren Wetter bin.
Digga, du bist am Arsch der Heide. Wo ist er denn? Scheiß Nacht. Ist auf jeden Fall... Oh, ein Stück Kacke. Aber mir geht's gut. Ich hab Energie. Digga, ey. Digga, wirklich, Alter, ohne Scheiß. Digga, das ist aber auch so ADHS, oder? So mitten in der Moderation. Oh, ein Stück Kacke. Liebe das. Ich muss ja auch nur wegkommen. Entschuldigung, ihr da oben, könnt ihr mir sagen, wo ich irgendwie per Anhalter mitfahren könnte? Aber ich muss mal ganz kurz eine Lanze für ihn brechen. Er filmt halt alles fucking unterhaltsam. Ich finde das immer sehr, sehr cool. Ich finde, ich habe einfach Spaß mit ihm. In der letzten Folge hat er mir nicht so gefallen, weil er tatsächlich da so krassen Fokus auf sein ich muss rauchen und saufen gelegt hat. Das fand ich ein bisschen schwierig. Zum Glück verpasst. Es ist so eine kleine unsympathische Nuance gewesen. Mm. Das ist aber eine sehr persönliche Sache an der Stelle einfach. Und da muss ich tatsächlich sagen, dass du die Folge verpasst hast, ist gut, weil jetzt hier ist er wieder einfach Brian. Egal. Finde ich geil. Aber ich glaube, er war auch einfach beschissen drauf und du hast gemerkt, dass bei ihm so die Stimmung gekippt ist. Und deswegen würde ich es nicht jetzt groß negativ auslegen. Es war eine Folge, die lief nicht so, hast du auch gemerkt. Ja. Und jetzt ist wieder gut, da muss man auch nicht dran kleben bleiben und sagen, nee, fand ich jetzt aber doof. Nee, einfach nächste Folge genießen, fertig. Fühl ich. Jeder hat mal einen Scheißtag. True. Dicker, mit der Perspektive und dem Baum ist das nicht die beste Idee, das so zu filmen. Oh! Witzig? Okay. So, warte. Boah! Gehirnzucker. Kommt jetzt rein. Für gute Ideen, für Kurzschussenergie, für Dopamin. Nächster Step bei mir: klassisches Hitchhiken. Ich hoffe, diese Spannung kommt genauso rüber in den ganzen Videos, wie sie wirklich jetzt gerade ist. Mitten im Nirgendwo. Kontakt zu niemandem, kein Geld, wir wollen nach Hause, wir wissen nicht, wo die anderen sind. Crazy. I'm on the highway to hell. So, wir haben die Autobahn. Boah, jetzt so viele Deutsche. Ich will nach Malaga. Ich will nach Malaga. Das könnte ein Schlager-Hit werden, ja. Ich habe für sowas eindeutig nicht genug Geduld. Hi, ihr seid aus Deutschland? Oh mein Gott, es ist eine verrückte Story. Darf ich drin erzählen? Ich komme erst mal ein paar Meter mit. Algeciras? Okay, das ist eine super Richtung, dann komme ich schon mal mit. Digga, er hat auch Schwein, Bruder. Gute Idee dann gewesen mit den Campern auch, Alter. Das Glück musst du haben. Wir sind wieder draußen. Natürlich wieder im Regen, was auch sonst. Der Gameplan für heute ist ziemlich simpel. Und zwar werden wir jetzt erstmal zum Parkplatz hier gehen, wo die ganzen LKWs stehen. Und dort einfach ein paar Fahrer anquatschen. Ich werde mir bewusst ein bisschen Zeit nehmen und nicht jetzt den ersten, der mich mitnehmen kann, direkt reinspringen, weil ich von hier einen Long Ride haben will. Das heißt, ich möchte sehr gerne weit ins Land rein, weil ich glaube, dass hier eine sehr, sehr geile Position ist. Deswegen bin ich gestern noch nicht nach Malaga gefahren. Ein konkretes Ziel jetzt auszumachen, macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ich werde einfach schauen, was sich ergibt. Mein Optimalplan hat sich aber über Nacht ein bisschen geändert. Es wäre ganz geil, nach Madrid zu kommen. Warum? Ach krass, er macht doch nicht die Seeroute. Naja. Und wenn es klappen sollte. Überall sind noch die... LKW-Fahrer ist auch ein guter Call, muss ich sagen. Me llamo Daniel, yo estoy viajando en autostop. ¿Podrías llevarme? Claro, a Marokko. A donde vas? Marokko. A Marruecos. A Marruecos, sí. Falsche Richtung. Leider. Aber LKW ist wirklich eine gute Idee. Scheiße. Er fährt einfach weg. Er fährt nach Barcelona, aber erst heute Abend, so wie ich es verstehe. Where are you going to which city? I'm going San Francisco. Which one? Really? Yeah. I need to go to Germany. But actually I can't take you with me. I can't take anyone except with the Versicherung. Company. I'm sorry. Okay, thank you very much. So. Okay. Stimmt, Versicherung ist glaube ich ein Thema, war. Total. Klar, er will ja seinen Job nicht verlieren. Ja, Insassenversicherung generell bei so LKW- und Transportunternehmen kann ich mir vorstellen, ist ein großes Problem. Ja, da wird es aber Richtlinien von den Arbeitgebern geben. Naja, aber die besagen bestimmt auch, nimm keine Tramper mit, du Idiot. Ja, das, ja. Also als Arbeitgeber von einem Logistikunternehmen weiß ich nicht, ob ich nie irgendwo reinschreiben würde, vorsichtshalber, nimm bitte keine Tramper mit. Ja, es war. Ich frag nach. Das ist eine sehr gute Idee. Ja.
Yo, Digga, ganz kurze Frage. Wie ist denn das eigentlich als LKW-Fahrer in Deutschland, wenn du jetzt, sagen wir mal, auch über die Grenze fährst, etc. pp., darf man Tramper einfach so mitnehmen oder ist das so von Firma zu Firma unterschiedlich? Oder gibt es also gibt's gesetzliche Regelungen oder wird das von den Firmen irgendwie geregelt und vielleicht auch mal geduldet oder so? Mal gucken, was er sagt. Das ist schon eine gute Idee gewesen. Alle sagen, dass sie hier bleiben. Macht doch gar keinen Sinn, wenn die morgens hier ankommen, oder? Er hat mir auch das Schlafsymbol, Schlafzeichen gegeben. Also eigentlich ist es wirklich der perfekte Spot. Hier kommen wirklich im 20-Sekunden-Takt die LKWs vorbei und die ganzen Autos. Also hier kommen so viele Fähren an. Aber es ist echt extrem schwer hier irgendwie. Ich weiß gerade echt nicht, was ich anders machen soll. Das ist echt sehr beschissen gerade. Ich dachte, hier an dem Hafen wird es voll gut, voll easy so, weil es so riesig ist, weil so viele LKWs vorbeikommen, aber es ist echt hart. Und ich hoffe, dass wenn ich mich jetzt dort hinten an die Ecke stelle, irgendwann ein Auto anhalten wird oder ein LKW. Ja. Ja, er hat angehalten, oh mein Gott. Nein, scheiße. Boah, ich dachte, er hätte mir angehalten. Ich frage mich gerade mal, wo die anderen gerade sind. Ob die gerade in so einer ähnlichen Situation sind oder ob die komplett entspannt irgendwo auf einem 10-Stunden-Ride oder in einem Bus sitzen oder keine Ahnung. So eine Kacke. Fahr voll auf die Mucke ab, Digga. Merke ich. So richtig. Einfach. Die haben mich komplett gecatcht. Ich war auch total raus. Ich habe keine Ahnung, was die gesagt haben. Scheiße, ich müsste es nochmal gucken. Aber es ist nur die ganze Zeit so ein. Ich meine, neben spielt bestimmt vorne. Plätze. Aber es passt die ganze Zeit. Ja, schon eine Weile unterwegs, ne? Ja. Wie lange fährt man denn durch Spanien mit dem Bus? Sieht aus wie Valencia. Ich bin wirklich hart am Überlegen, ob ich es jetzt einfach nicht überstrapazieren soll. Könnte mir vorstellen, dass nochmal richtig viele in Valencia reinkommen, die nach Barca wollen. Und ich habe erstens überhaupt keinen Bock mehr hier drin zu sein. Und zweitens keinen Bock, es zu überstrapazieren. Ich könnte jetzt einfach rausgehen, wäre immer noch in einer wirklichen Großstadt, könnte mich hier einmal sortieren, gucken, wie ich weitermache und vor allem auch das Wetter genießen und so. Und ich bin mir jetzt sehr, sehr sicher. Wie lange fährt man denn durch Spanien? Bis zu 17 Minuten. Dass ich mir das erlauben kann. Kommt drauf an, wie schnell du fährst. Die Antwort ist halt übel geil. Und kein Bock, eine 12-Stunden-Sperre zu bekommen, sollte ich vielleicht sogar jetzt erwischt werden. Dann könnte ich den ganzen Tag gar nichts mehr machen. So, jetzt hoffen wir, dass ich mein Gepäck bekomme. Da kann sie einfach was rausnehmen? Okay. Finish. Thank you. You're welcome. Bye, bye. Herzlich willkommen in Valencia. Der Dreist kommt wir haben weiter. 20 Grad und Sonnenschein, entgegen der Vorhersage. Ich habe bisher nur einen Riegel gegessen, die geschenkte Cola. Bedeutet, meine Essens-Kilometer-Ratio ist auch einsame Spitze. Ich glaube, dass ich mich jetzt erstmal mit einem ruhigeren Tag belohne. Hier vorne war ein Park, habe ich beim Reinfahren gesehen. Da spaziere ich jetzt mal ganz gemütlich hin, packe meine Jacke weg. Dann gucke ich mal auf die Karte, dann probiere ich mir mal eine Zahnbürste zu organisieren. Ich bin ausgeschlafener, als man sich denken würde. Also das war wirklich 10 von 10, um voranzukommen. Okay, Zivilisation. Schauen wir nach Wasser. Hello, do you have normal water, just tap water? Okay. Yep. Thank you. Bye-bye. Das ist das Geile, es ist in vielen anderen Ländern tatsächlich echt gang und gäbe, dass wenn du in den Laden gehst und nach Leitungswasser fragst, kriegst du das halt einfach. Also wirklich, gerade auch in Restaurants. Ich glaube, in welchem Land waren das so wirklich, dass du Wasser auch immer kostenlos kriegst? War es Indien? Ich glaube, Indien war das gewesen, ne? Dass Keine du Ahnung. Immer Leitungswasser, free of charge, weiß also gar nicht. Was ich USA halt krass, war auch? Okay. Was ich halt, ja, USA kriegst du eigentlich immer Tap Water. Deswegen machen sich die Amerikaner so krass lustig über Deutschland, dass wenn du in Deutschland eine Flasche Wasser bestellst, du dafür bezahlen musst. Mm. Also wirklich, die finden das ja absolut abartig. Nee. Japan sagen viele, okay. Aber was halt geil ist, wenn du in den USA bist, woran man sich gewöhnen muss, ist halt Refill. Ja, dass du Unlimited Refill hast, ne? Ja, das ist wirklich, ja. Und das ist halt krass, weil du bezahlst halt, also du bestellst halt einfach irgendwie so eine 04, so ein Glas 04 Diet Coke kommt. Und dann bist du so, hast du es ausgetrunken und dann ist man so krass irritiert, wenn man es gar nicht kennt. Mhm. Weil dann kommt die halt, hat eine neue dabei, stellt die hin, nimmt dein Glas mit und geht. Geil. So wortlos. Und du denkst dir so, wow.
Ja. Bis dir dann einer erklärt. Geil. Das liebe ich. Weil jetzt alle gerade sagen, nur in Deutschland nicht. Es kommt drauf an, wo ihr seid. Ich habe zum Beispiel mein absoluter Lieblingsvietnamese. Wenn du da im Winter hingehst, kriegst du immer einen, also wenn Essen bestellst und wartest im Laden auf das Essen, damit du es mitnehmen kannst, die machen dir immer einen heißen Ingwertee. Einfach so, free of charge. Ist die Story online schon? Ja. Du hast mich nicht markiert. Weil wir direkt im Stream sind. Du hast völlig recht, ich muss dich noch markieren. Du kriegst immer Ingwertee for free im Winter und im Sommer kriegst du halt grünen Tee kalt, was mega gut. Mega. Ich feier das hart. Das Leben. Wasser ist so toll, so einfach und vielfältig. Es ist das Leben. Jetzt wird er zum Philosophen ist oder so, was? Ist so. Boah, ist das geil. Das spontan ist, Philosophie studiert. Erb schmeckt so auch schon immer krass. Aber wenn man wenig gegessen hat, wenig im Mund war, dann ist das Real Talk so eine komplette Geschmacksexplosion. Boah. Und wenn man dann noch ein bisschen mehr durch die Nase atmet. Ich schreib gerade, mein Konto wurde gesperrt, weil ich meine Rock am Ring Karte verkaufen wollte. Kann aber auch sein, dass das ja nicht erlaubt ist. Ne? Das ist bei manchen Festivals wird es erlaubt. Manche haben ihre eigenen Plattformen dafür und so. Also da kann es natürlich nochmal ein extra Fall sein. Ja. Dann geht's ab. Oh, was für ein Traum. Valencia, Wasser. Punkt, das war's eigentlich. Alter. Schon schön da, ne? Komplett Parkanlage. Hi. Where can I find the sea? The sea? Yeah. I'm traveling without any money, so. Oh, is it? Yeah. Dad, do you want me to give you some money? If you have some? Yeah, man. Oh my god, thank you so much. Yeah, I'll take a bite. Oh my god, thank you so much. Geil! Thank you so much. Have a great day. Ah, Leute, in Spanien auch? Stimmt. Das war kein Spanier. Erste Person, die ich anlaber. Bedeutet, ich habe 14 Euro Cash. In the cash. Das war halt einfach legit kein Spanier. Alter, das ist krass. Ich habe nicht mal gefragt. Una cerveza e un hamburguesa con patatas fritas, por favor. Heißt das Hamburguesa? Was für ein Traum. In Valencia ist der bekannteste Allee der Freiheit übersetzt. Je ne sais pas, wie wir Spanier sagen würden. True. Ich glaube einfach die ganze Zeit, ne? Sumimasen, donde esta biblioteca, sagt der Spanier. Sumimasen. Und die sind viel zu krass komplizierte driving. Danke aus Korea. Ah, wie war das nochmal? Ist da so ein scheiß kompliziertes Wort, Chat? Was hieß Danke nochmal auf Koreanisch? Oh ja, das war irgendwie voll wild, ne? Okay, Chat, wir warten auf die Antwort. Gamsa Hanida, was? Ja, nee, ja, ist das? Okay, ja. Ja, nee, Yamete Kudasai ist es, genau. Ja. Yamete Kudasai. Und die förmliche Form ist Yamete Kudasai Onichan. Onichan. Okay, I will. Thank you so much, sir. It was very nice. Warum? Thank you. Have a good time. Wenn Peter Smith hier einschaltet, der kann sie nie halten. Enjoy. In a bad situation, you have to. I have the number. I will ask someone to contact you. Die sind richtig, die haben sich richtig. Thank you very much, guys. Die vermissen ihn jetzt schon. Ja, ja. Die Jungs haben mich echt krass weit. Die haben beide bis zum Schluss gehofft. Die haben klappt's so noch? Sehr klappt's gehofft. Klappt's noch? Na, leider so nicht. So sehr. Tut mir leid. Die haben so Bock gehabt, einen weg zu sandwichen, Bro. Ich sag's dir. Gebracht. Schade. Ich hab hier mein Schild. Das muss ich noch vorbereiten. Aber von so einem Müsli-Ding. Ich glaube, man kann gar nichts erkennen. Auf, korrekt. Bruder, das sieht aus wie so ein übelste Deathcore-Grind-Logo von so einer Band, weißt du? So. Was steht da? Ich hab keine Ahnung. Ich muss einfach nochmal schreiben. Steht da Granada? Nee, was steht da? Cordoba. Ich schreibe mich einfach mal hier so komplett random hin. Geile Band, Cordoba. Warte ganz kurz. Ich schreibe mich einfach mal hier so komplett random hin. Hör auf zu nuscheln. Digga, ich kann nicht. Nee, sag. I can't. Man steht hier einfach mit diesem Schild und man hofft einfach, dass einer einen nicht nur direkt anguckt, sondern mitnimmt. Chillig. Mhm. Ist geil, ne? Hätte er jetzt so ein Samsung Galaxy Z Fold 6? Hätte er einfach die Dolmetscher nutzen können. Live-Übersetzung. Ja, er hat ja kein Handy leider.
Hey, gute Grüße aus Portugal. Gute Grüße nach Portugal zurück. Looks beautiful. Malaga? Malaysia? Picasso, yeah. Mala. It is good. Okay. Go. Das ist auf jeden Fall schon mal eine kleine Steigerung. Und hinter diesem Gebäude da vorne, da soll auf jeden Fall ein Kreisel sein, wo er schon ein paar Mal Leute gesehen hat. Das werden wir jetzt ausprobieren. Die verschleppen. Oh Mann, bitte, ey. Ich darf mich jetzt hier nicht hinpacken, dann ist echt vorbei. Dann denken alle, ich habe mich richtig... Lol, das ist ein Regentropfen. Bruder, und ich dachte gerade... Sie haben seinen Schwanz weggepixelt. Einfach, weil es Brian ist. So, guck mal, mein Loch ist, Digga. Ich hab mich richtig eingeschissen. Da ist der Kreisel. Das sagte er. Oh Gott. Ja, ich war auch nicht der Einzige. Chat auch. Ich bin wahrscheinlich so einmal so rum. Ja, weißt du, was ein Kreisel ist? Oh Mann, hier kommt doch kein Mensch vorbei. Nee. Komm schon, Diggi. Wer hält denn in der Kurve an, Junge? Niemand. Der hat schon mal wenigstens gegrinst. Liegt auch daran, dass ich gegrinst habe. Ich würde mich woanders hinstellen. Ich darf jetzt bloß nicht abgefuckt werden hier, ey. Da hält Schnitt. Doch niemand an, Mann. Fick dich mit deinem Dreier, Baby. Abgefuckt. Und die alle wissen, dass ich eine Avengers Boxer Short anhab, dann würden die mich direkt mitnehmen. Aber er macht gute Laune. Fick dich, Toyota. Alle sagen, dass sie hier bleiben. Und warum fährst du denn nach Malaga? Ich red durch. Ich bleib hier. Vielleicht noch mehr grinsen? Würde ich nicht anhalten. Nee, würde ich nicht anhalten. Ja, Mann, ich seh doch nett aus, oder nicht? Das ist doch was. Ich halte auch meine Schnauze. Nehme ich einfach mit. Mein Problem ist, pass auf, würde ich einen Anhalter mitnehmen? Vermutlich nicht. Aber es hat nur einen Grund. Weißt du, mit welchem Schild ich dich mitnehmen würde? Wenn auf deinem Schild die Zusatzinformation steht, wir müssen nicht reden, ich halte mein Maul, du wirst nicht merken, dass ich da bin. Das kannst du ja gar nicht lesen in der Geschwindigkeit. Ja, das wäre aber eine wichtige Zusatzinformation. Du brauchst einfach internationales Zeichen genau für diese Information. Ja. Schweigefuchs. Schweigefuchs oder die drei Affen-Emojis? Ja, ich finde Menschen, die Affen-Emojis benutzen, richtig schwierig. Ja, hast recht, hast recht. Ich, wenn du Affen-Emojis benutzt, bist du so eine schwierige Sorte Mensch auch irgendwie. Ja, ja, verstehe ich. Warum pisst das hier? Ich bin in Spanien. Sprech doch rein, Alter. Und irgend so ein Typ, der irgendeinen Podcast hört, das Auto richtig warm hat. Hier willst du eine Kippe. Oh, merci. Merci vielmals. Thank you so much. Awesome. Brian hat einen Ride mit Podcast und Kippe gefunden. Was? Mit Podcast und Kippe gefunden, die ein bisschen nach Malaga mitnimmt. Lul. Es gibt einen vierten Affen? Warte mal, die haben. In Spanien sind die Lenkräder auf der richtigen Seite. Ja. Right? Ja. Bruder, er fährt per Anhalter mit. Und setzt sich auf den Sitzplatz hinter dem Fahrer. Ja. Hätte ich verboten. Hätte ich gesagt, nee, setz dich rüber. Ja. Auf den Platz. Hier musst du sitzen. Auch im Taxi, Freunde. Wenn ihr im Taxi fahrt, ihr sitzt hier. Nirgendwo anders. Ihr seid mit mehreren Leuten unterwegs. Das ist Psycho. Digga, der hat dich jetzt die ganze Zeit im Rücken. Du könntest einfach rübergreifen. Ja. Ah, es könnte gespiegelt sein. Nee. Ich kann dir auch sagen, warum er da sitzt. Ist es am Fenster gespiegelt? Nein, es ist nicht gespiegelt. Es ist da gespiegelt, weil er auf der Innenseite des Kreisverkehrs stand. Und wenn derjenige da angehalten hat, hat er sich einfach da hingesetzt, wo die Tür aufgemacht hat. Es ist nicht gespiegelt. Er sitzt einfach da. Digga, kranker Brian, Psychopath, Brian hat so Glück, Alter. Brian. Ist so. Kranker Psychopath. Muss mit den Worten meiner Mutter zu sagen? Psycho! Psycho! Yeah. Schreibt gerade jemand im Chat, ich sitze im Taxi immer vorn. Süden von Spanien. Das hassen Taxifahrer. Wirklich, das hassen die. No way. Es gibt hier keinen Schein, aber kannst du das ganze Kleingeld hier machen. Yeah. Da ist ein Berliner oder ein Brandenburger. Yeah. Hast du gehört, am Akzent, ne? Ja. Yeah.
Dialekt. Dass ihr das Sint hilft. Ich bedanke mich recht herzlich. Schöne Zeit euch. Wie viel waren das? Kleingeld. Weiß ich nicht. Das war nicht wenig. 15,70 €? In Kleingeld. Boah. Ich bedanke mich recht herzlich. Schöne Zeit euch. Der hat mir gerade locker 10 € gegeben. Ey, vielleicht kann ich mir heute wirklich ein Flixbus-Ticket von Malaga irgendwo in den Norden kaufen. Käsebrot. In meinem Kopf hat er was ganz anderes gesagt. Was denn? Was denn? Komm. Bitte. Ey. Mach nicht den. Ich komm nicht drauf. Für mich war es eher so ein... Boah, geil, vielleicht kann ich mir irgendwann am Bahnhof noch ein bisschen Heroin kaufen. Das ist in meinem Kopf passiert, Mann. Boah, tut mir so leid, ich weiß nicht, warum ich so bin. Ich hab 20 Euro. Dafür krieg ich eine Bubble. Spritz, Flasche Fanta, Wasser. Sei Bambucha. Es ist einfach, ein Segen. Hero, ja. Es geht los. Ey, Digga, jetzt mal legit Frage. Was würdest du dir kaufen? Ganz ehrlich, warte ganz kurz. Warte. Hero, ja. Das ist ja wohl eindeutig das Bild. Ja. Ist wahr. Was würdest du dir, wenn du jetzt reingehst in so ein Penny oder Edeka oder was da ist, was würdest du dir kaufen, um möglichst wenig Geld auszugeben, aber möglichst lange und viel satt zu werden? Boah. Ja, Biskin schreibt da Butterschmalz. Das ist nicht so dumm. Schlimm, ey, aber ein Riegel Butterschmalz, ja. Einfach also wirklich ein Riegel Butterschmalz ist jetzt gar nicht mal so blöd. Aber noch besser. Oh, warte. Ein Riegel Butterschmalz mit so Billig-Crackern. You run on carbs, bro. Oh Gott, ich krieg mich gerade einen Krampf voll lachen. Alter, das geht ja gar nicht klar. Aber ich glaube, was ist denn... Nüsse ist kein guter Call. Nüsse viel zu teuer, Freunde. Nüsse sind richtig teuer. Haben eine gute Energiedichte, aber viel zu teuer. Und befriedigt auch nicht wirklich. Ich glaube, ist nicht so einfach, ne? Nee, ist super schwer. Ich müsste wirklich gucken, was billig ist. Ich würde mir wahrscheinlich... Also wenn es nur darum geht, mich am Laufen zu halten, würde ich tatsächlich mir einen Brocken Biskin kaufen und den Rest Proteine. Das musst du ja kühlen, das Zeug. Das wird ja schnell ranzig. Ja, wird ja nicht ranzig. Na, klar, die kommt ja aus dem Kühlregal, die Bude. Es sei denn, du holst dir so Kokosöl oder so. Genug, ja, oder sowas. Ja, das ist ein guter Call. Ja, Kokosöl. Weißt du, was ich mir noch geholt hätte? Call. Kennst du diese Dosen, diese wiederverschließbaren Dosen mit Pumpernickel drin? Ja, ich glaube, die sind teuer. Nee, es geht. Ist gar nicht so teuer. Ich dachte, so eine Dose kostet irgendwie 6 Euro oder so. Na, gar nicht. Kriegst für 2 € ein paar Zerquetsche. Ach so, nee, so sehe ich nicht. Und da hast du dann halt, weiß ich nicht, so 15 Scheiben Pumpernickel, hohe Energiedichte, macht lang satt, viele Ballaststoffe und wiederverschließbar. Kannst einfach in den Rucksack schmeißen. Ich glaube, es wäre gar nicht schlecht. Ja, Müsli-Riegel, glaube ich, auch so teuer. Ja, die sind teuer, da kriegst du nicht viel raus. Brot ist auch clever. Ja. Ey, du kommst schon eine Weile weg. Also du kommst schon ganz gut weg. Stimmt, so ein ganzes so ein Kartoffelbrot oder irgendwie so. Ja, das schimmelt, glaube ich, zu schnell. Ich glaube wirklich, das schimmelt nie so schnell. Dieses Pumpernickelzeug in der Dose hält ewig. Weißt du, das geht nie, das schimmelt nie. Ich weiß gar nicht, wie die es machen, aber es schimmelt halt einfach nicht. Und dann Nutella oder so. Auch geil. Pumpernickel mit Nutella. Richtig wild, Alter. Da hast du aber die Energie am Start, du. So ein Leibbrot. Ja? Ja? Mit einem Glas Nutella, stabiles Post-Workout. Hier Markus Rühwer, der wäre dabei, du. Ja, von dem ist das, ja. Ja. Leibbrot längs aufgeschnitten, ist so, Glas ist so. Nutella drauf und Marshmallow-Fluff. Attacke ist geil. Freudig. Es geht los. Oh, ich muss mal dehnen, ich habe wirklich Krampf gerade vom Lachen bekommen, Alter. Abgelegst du. Das ist halt wirklich kein Spaß mehr hier mit dem Regen. Einfach nur räudig. Ha, crazy. Ich bin wieder bei meinem Schlafplatz. Also heute einen riesen Kreis gemacht. Ich akzeptiere es jetzt, nass zu werden. Ich bin richtig optimistisch motiviert. Unter der Palme. Unter den Palmen von Algeciras. Einer im Chat schreibt gerade, niemals den vordersten Deo-Roller. Und er hat recht. Ja. Aber was du nicht weißt ist, haben 10 Leute vor dir dasselbe gedacht und der hinterste Deo-Roller ist jetzt der vorderste Deo-Roller? Maybe. Es geht los, es fängt an richtig, richtig freudig zu werden. So ein Weg. Ich hab sowas von
keinen Bock mehr. Hitchhiken bei Regen. Meine Schuhe sind im Swimmingpool. Ich laufe jetzt zu der Busstation von heute Morgen und versuche mir ein Ticket nach Malaga zu kaufen. Ich kann mir vorstellen, dass Trenton auch ein richtig krasses Wartespiel ist. Aber wir spielen hier kein Wartespiel. Es ist hier immer noch im Endeffekt ein Rennen, ein Wettrennen. Das Problem ist, so durch Nest nimmt dich auch keiner mit. Das ist die Scheiße beim Trampen. Wenn es regnet, also dann nimmt dich erst recht keiner mit, weil du hast gar keinen Bock, die ganze Suppe irgendwie in deinem Auto drin zu haben. True. Und jetzt ist ein Tag später und ich bin immer noch hier. Das fuchst mich richtig. Mann. Das ist halt schon Free Food. Kostenloses Essen. Oh, Leute, was? Guck, das, was ich gefunden habe. Hä? Ach du Heilige. In Valencia wachsen die einfach so? Ja. Ja, Bruder, sind die essbar? Und dann frische Orange. Muss man mal gucken. Ich will mir nicht ausmalen, wie. Einfach in Valencia wachsen einfach richtig große Vogelbeeren. Also, Blaue Lagune okay, reloaded würdest, jetzt. Würdest du ja beim Schälen merken. Ich drauf wäre, wenn es jetzt hier die ganze Zeit am Regnen wäre. Vielleicht kaufe ich mir gleich einfach ein Bier. Ein Dosenbier, frische Orangen, Strand. Was hat denn das Dosenbier mit Klarkopf zu tun? Und die Arschritze waschen. Nach dem ganzen Sitzen im Bus und so weiter. Ja, aber ganz ehrlich, Strand ist doch dann geil. Ans Wasser, reinspringen, quasi eine halbe Dusche. So wichtig. Ja, musst du bloß hoffen, dass du so eine Stranddusche irgendwo findest. Oh, das ist ein guter Call. Mhm. Das ist ein guter Call, ja, stimmt. Aber in Spanien recht normal, glaube ich. In den touristischen Gebieten. Aber keine Zahnbürste. Der Strand ist voll. Ja, da könnte es sowas geben. Samstag in Valencia. Ach du Scheiße. Aber keine Badehose bei vielleicht, weißt du? Aber gut, bei der Jahreszeit könnte kalt sein, ne? Ich bin so gewohnt, Lächeln aufzusetzen, wenn die Kamera läuft und durchzuziehen. Jetzt sitze ich mal so eine Sekunde, ohne den Stress gepackt zu... Und er schmeißt sich in den Sand wie so ein Vogel, um sich sauber zu machen. ...werden ohne irgendwas und ich merke, ich bin richtig fertig. Richtig fertig. Vor einer Sekunde war ich komplett happy, mega begeistert, alles super. Und jetzt bin ich einfach nur fertig. Schuhe und Socken einmal aus. Alter. Ich liebe das in Spanien. Die Leute über die Strände laufen und ihr Zeug verkaufen. Auf Malle immer die Fanta Coco Melona. Ich liebe in, die. Das ist in, wo war das? Ist das Ungarn? Wo ist denn der Balaton? Das ist Ungarn, ja, glaube Ungarn. Ich. Ungarn, ja. Immer noch am Strand. Kokoriza! Ja, stimmt. Kokoriza! Ja, ist genau das. Ich hätte das nie vergessen, Alter. Genau, Cola, Zero. Ja, ich kenne das alles. Aber wir hatten immer einen, der ist immer rumgegangen und der wollte gucken, ob du ein Ticket für die Ligen hast, weil du konntest dir immer Tickets für die Ligen holen. Ja. Und der ist immer rumgelaufen und der hat immer gesagt, Hola, Bezalos. Und ich fand, wir haben immer sehr gefeiert. Du hast ihn schon Meter weit weggehört. Wir kamen, Hola, Bezalos. Hola, Bezalos. Ich fand den geil. Mein Bruder ist zu dem Zeitpunkt auf Malle. Mhm. Mit zu dem Zeitpunkt meint Olli jetzt gerade. Jetzt gerade. Und ich werde. Pass auf. Mein Bruder ist eine Sprachnachricht schicken. Hola, Bezalos! Mal gucken, was seine Reaktion ist. Yes. Ich habe jetzt gerade eben mal so ein bisschen nachgedacht, wie viel Zeit ich wohl habe. Digga, und dann gab es da so einen Boxautomaten, wo wir gewohnt haben. Mhm. Der hat alle 20 Sekunden, kam so ein Ding, 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 und da hat eine Stimme gesagt, mal, venga, Moscolitos. Alter, ey. Das war so im Kopf eingebrannt. Das ist sowas, was sich so in dein Gehirn frisst, einfach für immer, Alter. Ding, 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 venga, Moscolitos. Die ich hier sitzen kann, die ich hier verbringen kann und so. Ich bin hier einfach gerade weggepennt. Ich muss da so reinbeißen. Was ist das? Ach die, oh mein Gott! Du Barbar! Er beißt einfach in die Orange rein, der hat viele Kerne. Sauer. Klar. Das geht, man kann hier essen. Aber das ist halt gigasmart. Ihr macht dir die Tasche voll, die bringen ja so viel Vitamine mit. Ne? Ja, ich, macht nicht satt, aber Flüssigkeit plus Vitamine und so und wahrscheinlich auch hier. Ich weiß halt, Elektrolyte und so. Ich weiß halt partout nicht. Also ja, Fructose, Glucose, Vitamin C, Flüssigkeit, Vitamin A, Wasser. Flüssigkeit hast du da drin. Aber ich weiß halt legit nicht, ob du nicht echt
übersäuerst. Einen Flotten kriegst. Ja, aber hallo. Wenn safe. Du davon irgendwie drei isst oder safe. So, Alter. Safe. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ey, die sind wahrscheinlich auch nicht gespritzt. Wahrscheinlich hast du ein bisschen Proteine, wirst du wahrscheinlich auch dabei haben. Möglicherweise. Maybe. Achso, du meinst, I see. Ah, doch, lieber eine Capri-Sonne. Sevilla! So, Cordoba, wir geben es auf. Alle schießen irgendwie nur den Kopf. Er hat's weggeschmissen. Where is the city center of Sevilla? Oh, city center. Straight. Wir fahren jetzt ins city center und gucken mal, was da abgeht. Ob ich irgendwelche Leute treffe, die mir irgendwie helfen können. Yeah. Nada dinero. Digga, wie von oben. Er hat kein Geld. Lustig. Er hat kein Geld. Guckt euch doch mal den Armen an. Das kennen wir nicht. Hast du Hunger? Ich wette, du hast Hunger. Willst du was essen? Ich wette, du willst was essen. Viel Glück. Tschüss. So, am Gehen so. Liebig. Wahrscheinlich sind die voll nett jetzt. Olli, wir wären so gute Milliardäre. Sie bezahlt ihn, Digga, wir sind so schlechte Menschen. Wir kommen so in die Hölle. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Du hast selbst gedribbelt, dass sie mich mit ihrem Ticket oder so. Großer De Niro-Fan. So einfach mitnehmen kann. Muchas gracias. Thank you so much. Nee, jetzt geht's los. Schaut euch den Jungen an, der kein Geld hat. Die hat ihn auf so eine Kaffeefahrt jetzt gelockt. Natürlich zahle ich dir das Ticket. Kein Problem. Klar. Yeah! Das ist schön. Ich schreit schon wieder so ein Typ, schreit da rum. Es ist komplett kalt. Es ist komplett am Regnen. Die ganze Zeit. Und du bist hier in irgendeiner Großstadt und weißt nicht. Was für abgefahrene Sonnenschirme. Als wenn du in einer Coca-Cola bist. Wie geil. Sieht aber auch irgendwie ein bisschen aus, als wenn du in einem Magen bist und verdaut wirst. Oder? Ja, er hat auch heftige Magenblutung offensichtlich. Schlimm. Oder viel Räubusch-Tee getrunken. Ich bin verzweifelt. Ey, ich hocke hier rum auf dem Boden. Alle Leute laufen die ganze Zeit an mir vorbei. So. Man fühlt sich wie jemand, der auf der Straße ist. Beschreibt die Situation ganz, ganz detailliert, ja. Fühle mich fast so, als ob ich sitze. Kein Plan, was man machen soll. Aber irgendwie habe ich auch gar keine Lust, das Geld anzufassen, was man bekommen hat. Also noch nicht, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich sollte sparen und nutzen für das Schwarzfahren und gucken, ob ich irgendwie weiterkomme. Auf jeden Fall auch alles davor und Respekt, aber ja. Was soll schon passieren? Hack dir die Hände ab und du kommst in den Knast. Man könnte meinen, ich lehne an einem Garagentor. Och, kacke, das ist ja ätzend. Er kommt auch nicht weg, ey. Was mache ich jetzt? Ich könnte mir eine direkte Fahrt nach Malaga leisten, die kostet genau ein 20. Valencia 85 Euro. Boah! Way too much. Murcia waren auch irgendwie 70. Und ich bin halt auch wirklich so dumm. Ich habe die Karte gerade hier komplett in die Pfütze gelegt. Also ich glaube, ich nehme einfach den Bus nach Malaga. Da habe ich jetzt genau das Geld für. Überleg mal, 85 Euro hat Dave gespart. Krass, wirklich. 12:30 Uhr. Vielleicht finde ich da noch Lifts. Besser als von hier, weil von hier hat es jetzt echt nichts gebracht. Deswegen, ich kaufe jetzt das Ticket. Alright. Malaga Ticket, sponsored bei Paul. Bei dem ich gestern mitgetrennt bin. Danke dir nochmal. Ah, nice. Mal ein bisschen im Warmen zu sein allein. Selbst mein Schlafsack ist einfach überall nass geworden. Ach, Scheiße. Durch den Backpack durch. Also ich muss echt ein bisschen mehr aufpassen. Beziehungsweise darf nicht so krass viel draußen am Regen rumrennen. Nee, darfst du nicht. Jemand schon mal einen Schlafsack im Bus gesessen? Warum? Um ihn zu trocknen, oder? Vielleicht. Was geht? Ich hab eine Idee. Oh, man. Im Stehen-Stream ist für mich entweder das Beste oder Schlimmste.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Digga, ich kriege hier einfach schon wieder Kippen und ein Feuer. Es ist genau das eingetreten, was ich wollte. Irgendwo sitzen im Trocknen und ein paar Kippen bekommen. Die haben halt die ganze Zeit einfach nur telefoniert, aber Spanisch-Englisch war sowieso ein bisschen schwierig. Haben uns jetzt nicht sehr viel unterhalten können, aber ich bin ein gutes Stück weiter. Córdoba, das ist jetzt das nächste Ziel. Boah, ich bin aber komplett durchgefroren. Ich muss jetzt einmal irgendwie meinen anderen Pulli anziehen. Ah, los geht's, Alter. Ich bin so fett eingepackt jetzt mit nassen Klamotten. Ab geht's. Hört auch nicht auf. Hä, ist wie so ein Videospiel-Musikloop, oder? Ja, ich feier's so hart. Gefragt, dass ich dabei bin und hast du Marokko gesagt? Da haben sich das, glaube ich, einige Leute komplett anders vorgestellt. Das hat einen Stimmbruch. Weiß ich nicht, Digga. Er hat so eine Wassertablette da reingeschmissen. Ah, ja, was läuft da übers Dach? Ah, weiß ich nicht. Ja, da liegt am Ende liegen da 10 tote Tauben oben drauf. Oder weiß ich, so 10 Liter Taubenshit oder so. Ja, da eine Wassertablette da reingeworfen. Ja, aber das hilft bei ganz viel Taubenkacker nicht. Wassertablette. Wassertablette. Schöne, ist da eine Wassertablette? Ich glaube, das ist Wassertablette. Weggeklort, Oliver. Ein richtig weggeklort. Mäuschen. Jetzt aber mal weiter hier. Bisschen weggeklort hier. Nun. Okay. Wir können das auch noch eine Stunde weitermachen. Irgendwie eine Stunde warten. Also halbe Stunde bei Wasser über 10 Grad und eine Stunde bei unter 10 Grad. Ich warte jetzt einfach 5 Stunden. Guck mal. Ich bin hier. Oh Mann, ey. Digga, ich bin so weit weg von zu Hause. Córdoba habe ich jetzt hier auf dem Zettel stehen. Dann bin ich weg von der Küste. Ich würde sowas wie Valencia gerne probieren. Wie groß ist diese Welt? Scheiße. Ich habe gedacht, ich habe echt ein bisschen was geschafft. Ich habe gar nichts geschafft. Aber alles cool. Ist cool. Okay. Ich muss nur weg. Er ist von einem anderen Kontinent gekommen. Übers Meer. Nach Europa. Mann, den Kollegen lasse ich, glaube ich, hier. Danke für deine Mitarbeit. Ich laufe und laufe und laufe. Und die Stadt ist an den meisten Stellen wie leer gefegt. Guckt euch das an. Aha. Ja, quasi niemand da. Das hat mich in der ersten Sekunde gerade richtig, richtig wild woanders hingebracht. Zaubertrick. Das war wirklich wild. Premium. Hier ist die Technikabteilung. Ich gehe gleich einfach hier an den Rechner. Ja, ich klaue erstmal MacBook. So, jetzt schnell einen Reddit-Account erstellen. I'm currently in Valencia typing this message on a MacBook in a shopping mall. I'm doing a hitchhike race against 5 of my friends. We started in Morocco and the goal is Cologne in Germany. If there is anyone willing to take me from Valencia anywhere north, Barcelona or even... Ist das smart, das ins Internet zu schreiben, wo die ganzen Psychos darauf warten? Geil, ein Opfer. Weißt du, was ich meine? Ich würde es erstmal machen, weil auch der Psycho weiß ja nicht, ob du ein Opfer bist. Weißt du, trifft Mörder auf Mörder so. Hm? Oh geil, ein Opfer. Und er denkt sich, geil, ein Opfer. Ja. Lyon, tomorrow, that would und dann be beide so best friends. Awesome. Suddenly Spider-Man-Meme. I will come back to the shopping mall in 1 hour to check if there are any replies. Thank you, guys. Okay, in Travel, Spain und Hitchhike. Hoffentlich. Okay, es gibt Hitchhike-Ding, das ist cool. Schauen wir mal. Das wäre so krank. Aber die Idee ist wirklich gut. Die Idee ist wirklich smart. Ich werde auf jeden Fall versuchen, nach Malaga zu kommen und mich in Zug setzen und schwarz fahren. Einmal darf man erwischt werden. Es geht nicht mehr. Es ist alles nass. Einmal ist Kammer. Okay, jetzt muss ich irgendwie gucken, wo hier ein Zug zu irgendeiner geilen Stadt geht. Scheiße. Anscheinend kommt man hier gar nicht. Digga, das Laden heißt Super Skunk. Was gibt's da? Super Skunk. Super Skunk? Ich durch ohne Ticket. Somit werde ich, glaube ich, meine 50 Euro einsetzen. Malaga in Madrid. Warum ist mein Handy schwarz-weiß? Warte.
spielt so eine Geigenmusik. Hör mal ganz nah ran. Schlafenszeitmodus. Hä, bist du behindert? Was ist das denn? Dein Handy hat die Kontrolle übernommen, Digga. Ja. Jetzt kommt die Farbe wieder. Ist ja wild. Was ist das? Bra. Einfach denied. 116. Okay. 116. Ist übrigens kein Samsung. 16 Euro. Dann passiert nämlich sowas. Nee. Oh. Scheiße. Also ich komme durch die Kontrolle da auf jeden Fall nicht durch. Und die 15 Euro. Aber mein Handy auch so, Digga. Du warst also heute 12 Stunden, 22 am Handy, davon 5 Stunden WhatsApp. Komm auf dein Leben klar, du Opfer. Was stimmt mit dir nicht? Alter. Geil. Finde ich witzig. Finde ich witzig. Ich finde auch meine Blitzer Pro Usage ist echt hoch. Ich bin ein bisschen traurig, sowohl mein Bruder als auch der LKW-Fahrer. Beide nicht. Schade. Vielen Dank für 50 Euro, aber auch vielen Dank für nichts. Flixbus. Bitte unter 50 Euro. Denkt sich jeder, der auf die Oranienburger Straße nach Berlin fährt. Bitte unter 50 Euro. Was habe ich falsch gemacht, ey? Oh, jetzt wird's deep. Das größte Problem ist der scheiß Regen, ey. Es ist alles. Ich wiederhole mich. Oh nein, er hat einen Tiefpunkt. Heftig. Oh nein, er hat einen Tiefpunkt. Einfach heftig. Ich habe irgendeinen großen Fehler gemacht, dass ich hierher bin und nicht an der Autobahn geblieben bin. Das war der Fehler. Oh, Leute, Alter, ihr sitzt schön zu Hause. Oh, ich werde so gerne, ich würde an meinem Bus gerne schrauben. Ich würde jetzt sogar gerne... Wenn du jetzt das Game-Meme zurückschickst, bin ich sauer. Wäre lustig. Ich habe zwei andere Sachen geschickt. Ich würde Glamping-Zelt beziehen. Ich würde bei mir zu Hause, ich würde alles machen. Außer jetzt hier zu stehen, so gesehen. Aber ich schaff das. Aber Leute, das Wetter ist unglaublich scheiße. Unglaublich scheiße. Er guckt nicht mal nach. Nicht mal nach. Also, ich hab so Bock, zum Bahnhof zu gehen, weil dann ist die einzige Option. Ist meine neue Lieblingsantwort, die letzte, tatsächlich. Es ist simpel und effektiv. Ja. Ja. Ich liebe den, der ist geil. Kennt ihr diesen Avatar, wo man einfach so liegt auf dem Boden mit dem Gesicht nach unten? Ich liebe das. Bisschen Planken auch. Ja. Da zu fahren. Und ja, ich bin gespannt, wie und ob es da geht. So. Ich fange jetzt mal einfach diese Lage hier an. Okay, also es sieht schlecht aus. Hier wird so Ticket kontrolliert, wir sind Securities direkt, zwei, dreimal alleine hier hinten am Bahnsteig. Die können mir leider auch nicht weiterhelfen. Oh mein Gott, was? Ja, stimmt. Das habe ich in Spanien auch schon gesehen. Das ist irgendwas Religiöses. Weiß einer, was das ist? Was Religiöses. I swear. Weiß ich nicht, offensichtlich ist ja der imperiale Drachenimperator hier am Start. Fuck. Hello guys. Hi, I just met those guys, hab die gerade einmal getroffen. And how old are you guys? 27, most 26. Yeah. Das ist zu Ostern in Spanien, okay? Wild. Aber warum? Todesser. Also war... Mönchs, das sind deren Mönchskutten. Okay, crazy, Digga. Wild. What do you think? Guess. 29. 21. 21, wow. 21. So, that's why, guys, you have to help me. I'm too young to be here alone in Sevilla. That's the road. Yeah. You can come with us to the... Bruder? Mhm. Es wird gefährlich. Es wird immer gefährlich. Sie wollen mit ihm in die Sauna.
sonar, if you want. For what? We booked an hotel, but he loves sauna. Ah, spa. I love it. I was walking around the whole day here and I'm like, what the fuck? Da gibt's Duschen, Digga. Good English. That's a good start. But the people here, they don't. So what do you think, like, you guys have like a room already for the night, right? Yes. You think I can crash there on the floor or not really? For me? Yes, yes, it's okay. For me, it's okay. Really? Yeah, Digga, okay. Er hat eine Bleibe. Erst Sauna und dann ein bisschen am Boden angefasst werden. Hoffentlich unter 22 Euro nach Malaga. Genau dasselbe, das ist mir auch, Alter. Das ist mir auch, Alter. Oh, 17 Euro weg. Busticket, nicht 25 Euro, sondern 17,35. Ich hab noch was übrig. Davon kann ich mir überlegen, wie ich heute noch in Malaga vielleicht Geld mache. Es geht gleich schon los. Ich bin nachmittags noch in Malaga. Eine Idee habe ich. Oh, shit. Ich hoffe, keiner darf mich keiner nehmen. Ich muss jetzt hier pennen. Ich muss jetzt hier chillen. Oh. Weißt du, was eine der Sachen wäre, die ich mir vielleicht sogar mitgenommen, ich weiß nicht, was sie mitnehmen dürfen. Es gab ja so eine feste Auswahl, aber was ich mir vielleicht sonst kaufen würde, ist halt einfach so ein Stück Seife und Wasser, dass du irgendwie deine Sachen mal durchseifen kannst. Und dann kennst du diese kleinen, gibt's für einen Zehner, diese kleinen Luftpumpen-Akkubetriebe, womit du Matratzen aufpustest. Ja. So, um deine Klamotten trocken zu machen, einfach Luft durchballern für eine halbe Stunde, dann sind die trocken. Meinst du? Ja, safe. Wenn du so eine Socke darauf ziehst, ist die super schnell trocken. Es geht richtig schnell. Socke, ja, vielleicht. Das hätte ich gemacht, glaube ich. Friend, herzlich willkommen aus Malaga. Ja, ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht jetzt mit einem Bus. Man kann mit dem Bus für 13 Euro nach Granada fahren. Aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Granada ist aber wunderschön. Ja, das stimmt. Mit welchem Strom fragen die Leute? Hä? Wenn ihr Strom braucht, ihr seid in der Stadt, findet ihr überall eine Steckdose. Digga, gehst du halt in Starbucks rein und liedst da halt einfach mal kurz ein bisschen Strom weg. So. In jedem Center oder so kriegst du eine Steckdose zum Aufladen. Easy Game. Ja. Boah, das ist echt schwierig. Ich glaube fast, es wird. Mac ist, kaufst du die für einen Euro und einen Burger, bleibst du halt eine Stunde. Boah, das ist echt schwierig, ey. Interessiert keinen Schwanz. Schwierig gerade. Bahnhof. Zug ist auch keine Option. Ist viel zu teuer. Yes, they speak English. Actually, right now I'm doing a race with my friends and we can't use our mobile phones. So right now I wanted to ask if you could maybe help me out and check the, if there are tickets available for Interbus. Ganz schlimm aufs Klo. Ich muss sofort in die Toilette treffen. Halleluja, hab ich das noch ausgehalten im Bus. And if they have some available tickets for Madrid. Oh, give me one. Laurens. No way! Hä? Lol. Das kann ja nicht sein. Das ist ja krass. Boah, das ist ein krasser Zufall. Aber, ey, die Spreu trennt sich gerade schon so ein bisschen vom Weizen, ne? Ja, weiß ich nicht. Du musst nur einmal Glück haben. Dave ist 804 Kilometer weit. Überleg mal. Crazy. Zwei Tage vor allen Dingen, ne? Schon. Crazy, Freunde, die neuen Folgen sind auf Join schon exklusiv vorab sehbar. Wir machen das einzig Wahre, wir scrollen runter, wir geben einen Daumen nach oben. Ich werde mal ganz kurz gucken, ob ich umloggen kann. Nee, wobei es. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Wir lassen noch einen Kommentar auf jeden Fall da.